wieder nichts. Nein. Was haben wir denn noch? Wir haben noch 4 Chi-Chis und noch einen Haufen Enmas. Aber da ist noch eine Chi-Chi, die können wir auch noch nutzen. Ja, das sind sogar noch 2. Was für ein Zufall. Dann machen wir das hier mal zu einer Ki-Attacke. Ja, das ist okay. Die Set-Verteidigung heben wir uns für den anderen auf. Okay, und dann sagen wir... Dende! Du heilst mal Krillin, der hat es scheinbar am nötigsten. Okay. Und die anderen, die machen jetzt Folgendes. Also, Son Gohan. Du kriegst das hier. Gut, Vegeta, du machst wieder einen Final Flash, solange du noch kannst. Du hast ja noch ein bisschen Ki, dadurch, dass du es 100 Mal nicht gemacht hast, wenn ich dir gesagt habe. Krillin kriegt das hier. Tenshinhan kriegt das hier. Und Yamcha kriegt das hier, weil wir wissen, dass Yamcha immer zum Sterben tendiert und so. Alter, Vegeta, irgendwann hau ich dich. Ich hau dich sowas von kaputt. Das gibt's nicht, oder? Jetzt gebe ich dem extra eine Ki-Attacke, die ich noch künstlich erschaffen musste, damit ich überhaupt eine habe, und dann macht er wieder nichts. Ich kann's nicht fassen. Vegeta geht mir auf den Sack. Und so kann der Kampf natürlich noch 100 Jahre dauern. Auch wenn im Moment jeder tut, was er kann, um es irgendwie zu Ende zu bringen, ja. Trotzdem, es ist eine Katastrophe. Aber gut, es ist ein Bosskampf, ne? Und der sollte ja dann schon ein bisschen herausfordernd sein und so. Ist gut, dass wir nicht gelevelt haben. Das wäre ja sonst viel zu einfach. Oder auch nicht. Oh, Son Gohan schlägt zurück. Das gibt's ja gar nicht. Wunder gibt es also doch noch. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das hier hochladen soll. Es wäre dumm, den Kampf zwischendrin zu unterbrechen, nehme ich an. Aber ansonsten wird das wahrscheinlich ein extrem super hyper langer Part, weil ich vorher so viel Scheiße unnötig gemacht habe und der Kampf hier so lang dauert. Naja, vielleicht war ja an der Stelle, wo wir von Piccolo unterbrochen worden sind, eine gute Stelle für einen Cut. Ich weiß nicht. Das sehe ich dann, wenn ich die Videos bearbeite, ne? Chi-Chi, genau. Du machst das hier. Dankeschön. Wenn ich schon keine Ki-Attacken reinkriege, dann mache ich mir wenigstens welche. Son Gohan, du haust mit voller Kraft... Nee, du haust mit dem hier, weil du kannst es am ehesten vertragen, getroffen zu werden. Vegeta, du machst einen Final Flash. Heute vielleicht mal wirklich. Krillin, du machst mich verrückt. Tenshinhan, du machst das hier und Yamcha machst das hier und gut. Ich hoffe, dass keiner von denen jetzt dringend geheilt werden musste, weil ich habe irgendwie gerade nicht drauf geachtet. Und nachdem ich alle Karten verbraucht habe, konnte ich auch nichts mehr machen. Also dann macht das Spiel automatisch weiter. Das ist genauso wie wenn man nur einen Kämpfer hat und für den eine Attacke ausgewählt hat, dann macht das Spiel natürlich auch automatisch weiter. 42, oh Mann. Oh, aber er setzt mal nach. Ein Wunder. Ein Wunder, ein Wunder. Yay, 11 Punkte Schaden. Und, oh, wir haben gewonnen. Also, ich meine, Freezer ist zwar nicht besiegt, aber wir erhalten 8000 Erfahrungspunkte. Also, dieses Französisch ist echt herrlich. Vegeta erreicht Level 40. Schön für Vegeta. Und Krillin 44. Und Tenshinhan 44. Und Yamcha 44. Und Chaozu 44. Und es ist noch nicht vorbei. Denk bloß nicht, es ist jetzt schon vorbei. Denn das ist es nicht. Ja, geiler Satz. Frieza verwandelt sich. Aha, das ist es, wovon ich rede. Ja, das, was ich in der Serie schon vorher kritisiert habe. Ja, da wird gekämpft, dann verwandelt sich einer, dann wird das dreht dann den Spieß im Kampf um, dann verwandelt sich wie ein anderer und hin und her und hicker. Ich kann meine Kampfkraft erhöhen, indem ich meine Form verändere. Ich kann etwas kommen spüren. Das klingt falsch. Ich spüre jemanden kommen. Ja, okay. Ignoriert das. Okay. Überleben. Überleben wäre sinnvoll. Son Gohan hat kein Level-Up gekriegt, echt jetzt? Dann folgendermaßen. Taktik sieht wie folgt aus. Erstmal heilt Dende Son Gohan. Ja, ja, du sollst irgendwen heilen, und zwar den hier. Gut. Soviel dazu. So, dann macht Son Gohan irgendwas, was eine einigermaßen brauchbare Verteidigung hat. Zum Beispiel das hier, das wäre ganz gut. Andererseits, ja, komm, scheiß drauf. Ist zwar eine Gruppenattacke, aber scheiß drauf. So, und Vegeta, du machst das hier. Ja, wir haben es ja schon gehört. Ja, Vegeta hat keinen Bock. Du gehst mal auf die Eier. Und Freezer macht eine Spezialattacke. Ja, dann hoffen wir mal, dass Son Gohan das gut überlebt. Also, gut, dass wir ihn gerade noch geheilt haben.
Son Gohan hat gesagt, ich kann spüren, dass irgendjemand kommt und so. Also, irgendjemand nähert sich und so. Und wer soll das schon großartig sein? Ne? Das kann nur Piccolo sein. Das heißt, ich werde jetzt keine Items einsetzen und hoffen, dass ich irgendwie lang genug durchhalte, bis Piccolo hier eintrifft, weil erst dann ist der Kampf hier wirklich spielbar. Ihr habt gesehen, wie schwer es gerade eben war, Freezer zu besiegen. Ja, und der ist jetzt natürlich nicht schwächer geworden. Und sein Leben ist auch wieder voll, also dumme Sache. Wobei ich gerade sagen muss, also Son Gohan hält sich erstaunlich gut hier. Kloppt sogar noch zurück und so. Finde ich cool. Es sieht aus, als wäre es Piccolo. Genau. Cool. Ja, freue dich. Genau, da ist er. Wunderbar. Und deshalb habe ich keine Items eingesetzt. Hi, Leute. Hi, Leute. Nee, nicht Leute. Da ist nur einer. Son Gohan. Verdammt. Lassen Sie ihn zusammenschlagen und so. Lassen Sie ihn zusammenschlagen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich rede ein komisches Zeug. Okay, dann wollen wir doch mal ein bisschen basteln hier. Einmal bitte die hier verkehren. Dankeschön. Dankeschön. Dann geben wir Dendemann noch einen Job. Ich weiß gar nicht, ob der mehrere Leute pro Runde heilen könnte, wenn ich das wollte. Aber es ist im Moment nicht nötig, wenn dann nur Son Gohan. Ich muss mal kurz die Reihenfolge hier ändern, weil die stört mich jetzt extrem. Piccolo, Vegeta, Son Gohan, Dende. So, jetzt ist es einfacher. Okay, jetzt dürfte der Kampf interessant werden. Piccolo hat eine Kampfkraft von 1.000.000 und 1.000. Ist das richtig? Ja, doch, ist richtig. Und, ich sag's jetzt einfach mal für diejenigen, die es nicht wissen oder sich es nicht denken können oder sonst was. Freezer hatte eine Kampfkraft von ungefähr 500.000 im ersten Kampf. Nach seiner Transformation ist er doppelt so stark wie vorher. Daraus ergibt sich dann in meiner Welt irgendwie eine Kampfkraft von 1.000.000. Das heißt, theoretisch sind Piccolo und Freezer ungefähr gleich stark. Aber ich habe den Vorteil, ich kann Piccolo heilen lassen, wenn ich das will. Und ich kann meine Attacken aufbessern und ich könnte, wenn ich wollte, auch noch einen Guru einsetzen. Ich bin also in jeder Hinsicht ein Vorteil. Und das tat gerade weh. Ja. Ich hoffe, dass Freezer sich hauptsächlich mit Piccolo befassen wird, weil Piccolo kann es auf jeden Fall verkraften. Piccolo ist stark genug, der steckt das weg. Wenn er sich überhaupt treffen lässt, ja. Wunderbar. Und ja, Vegeta und Son Gohan sind jetzt im Prinzip in erster Linie dabei, um die ganzen unnötigen Attacken zu verballern. Auf die muss ich allerdings aufpassen, weil Son Gohan darf nicht sterben vom Spiel aus und Vegeta soll nicht sterben von mir aus. Es gibt für alles Gründe. Also, ich meine, dass das Spiel sagt, Son Gohan darf nicht sterben, okay, das ist dann halt mal so. Und dass ich sage, Vegeta darf nicht sterben, das hat einen Grund, den ihr dann irgendwann später erfahrt. 19 Schaden, das ist ja zu verkraften. Das ist ja noch okay. Ja, tut mir leid, Son Gohan, ich glaube, der ist hier irgendwie ein bisschen überlegen. Okay, Piccolo, du machst gerade noch eine Höllenspirale, weil es so schön ist. Vegeta, du machst Scheiße wie immer. Das klingt nach einem Plan. Und Son Gohan, du machst andere Scheiße mit einer höheren Verteidigung, weil du nicht so viel aushältst. Gut, dass ich Son Gohan eine bessere Verteidigung gegeben habe. 101 Schaden mit einem normalen Angriff, das ist schon heftig, ne? Aber okay, wenn Piccolo eine Volltreffer mit der Höllenspirale landet und hinterher noch nachsitzt, dann macht er auf jeden Fall mehr als 100 Schaden. So ist ja nicht. Also, gut, dass es jetzt da ein Volltreffer, aber Freezer hat dummerweise gerade eine gute Verteidigung. 80 Schaden, ja, wenn er jetzt nochmal, genau, wenn er jetzt nochmal nachsetzt, dann macht er bestimmt 100 Schaden. Sag ich doch, 104 insgesamt. Passt schon. Oh. Ich gebe dir einen Tipp, Vegeta. Ausweichen wäre hilfreich. Wäre ja auch mal ganz was Neues, wenn der macht, was ich ihm sage, ne? Boah, 140. Aber wir haben ja Dende. Und immerhin ist Freezer schon fast halb tot. Ist das nicht schön? Ja, es ist nicht schön, dass er noch mehr als die Hälfte von seiner Lebenszeit hat. Und Son Gohan kann ihm nicht mehr mal Schaden machen. Okay, wir benutzen noch eine Chi-Chi. Langsam gehen wir die Chi-Chis aus hier. Dabei hatte ich echt noch welche gekriegt zwischendurch, ne? Würde Vegeta sich nicht immer so scheißdumm dran stellen, wäre das natürlich alles nicht nötig, aber Vegeta ist halt mal Vegeta, ne? So, noch eine Demon Ray. Und Vegeta, du kannst das hier... Oh. Stopp.
Nee, nee, gar, alles zurück. Ja, so. Ich glaube, ich sollte vielleicht erstmal. Wo ist mein Dende? Ach so. Ich sollte vielleicht erstmal die Leute heilen. Vegeta hat's am ehesten nötig, so wie ich das sehe. Nee, das war richtig gut. Vegeta, du machst jetzt das hier, das hat eine schlechte Verteidigung, das kann weg. Son Gohan, du machst eine von den beiden. Das rechts ist eine Gruppenattacke, also machst du die hier. Ist das überhaupt noch eine Gruppenattacke? Ich glaube, Piccolo hat jetzt ein neues Symbol, oder? Dadurch, dass er die Fusion hatte mit Nail. Wir werden es gleich sehen. Übrigens, Höllenspirale! Ja, hallo? Naja, kein neues Symbol. Okay. Cool, dann ist ja alles richtig, was ich gemacht habe. Das tat wieder gut. Nochmal 100 Schaden. Ja, wenn ich das jetzt noch 2-3 Mal mache, dann ist Freezer erledigt. Das wäre nur cool, wenn ich mal ein paar Ki-Attacken reinkriegen würde und nicht dauernd welche erschaffen müsste. Weil mir gehen langsam die Chi-Chis aus. Und der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Eieiei. Komm schon, Son Gohan, das steckst du weg wie ein Mann. Oh ja, genau. Oder du steckst es nicht weg und weichst einfach aus. Das ist noch besser. Und du schlägst zurück. Genau, so muss das sein. Mach ihn fertig, den komischen gehörnten Trottel hier. Ein Punkt Schaden. Übrigens, was man zu Freezers Verwandlung vielleicht mal erwähnen könnte. Ich fand das immer sehr faszinierend, dass er sich durchs Verwandeln erstmal immer muskulöser macht. Also, ich spoiler jetzt zwar für die, die keine Ahnung von Dragon Ball haben, aber ist egal. Freezer kann sich nicht nur einmal verwandeln, sondern gleich dreimal. Das heißt, er hat erstmal seine Grundform, dann hat er eben diese Form hier, in der er etwas größer und muskulöser ist. Oh, das ist gut, ich habe eine Ki-Attacke reingekriegt. Dann müssen wir doch mal ein Enmar. Zack. Ja, von wegen fallen da die Verteidigung zu Z. Der macht die den Angriff zu Z, aber egal. Ja. Ich erkläre gleich bei das, weil ich nochmal irgendwie hier einen Faden gefunden habe oder so. Die heben wir uns auf. Gut, dann macht Son Gohan hier und Dende muss unbedingt Son Gohan heilen. Weil der gerade im Sterben liegt und so. Gott. Ja, also, erstmal seine normale Form, die wir ihn kennengelernt haben. Dann hat er diese gehörnte Form hier. Das ist seine erste Verwandlung quasi. Dann kommt als nächstes eine Form, wo er noch größer und noch muskulöser ist. Keine Ahnung, wie er dann aussieht. Ja. Im Prinzip, ja, dann hat er diesen endlos langen Kopf wie ein Alien aus dem Film Alien fast. Und weiß der Geier was. Sieht seltsam aus. Und dann kommt die vierte Verwandlung, der eigentlich wesentlich kleiner und schmächtiger wird. Also das ist ganz komisch. Er wird mit jeder Verwandlung wieder größer und muskulöser. Nur mit der letzten Verwandlung, da wird er wieder kleiner. Kriegt eine kompakte Form, damit er besser kämpfen kann oder so. Was weiß ich. Und wir finden einen Shenlong. Ist das nicht schön? Und wir gehen da als Level 41. Auch schön. Selbst wenn ich von... Was? Sogar ich wurde von dieser Attacke verletzt. Ich werde zurückkehren, um euch zu töten. Wo ist er hingegangen? Er ist einfach verschwunden. Ich habe eine mächtige, ein mächtiges Ki dort drüben gespürt. Vaters Schiff ist dort. Etwas Schlimmes wird passieren. Wir müssen ihn retten. Freezer ist weg. Die Z-Fighter rennen ihm nach oder so. Oder verfolgen ihn. Okay. Das ist der Ort, an dem wir Rikum und Guldo bekämpft haben. Es sollte sehr nah an Freezers Raumschiff sein. Ja, genau. Das ist gut, dass er uns hierher bringt. Das Spiel automatisch. Dann haben wir jetzt nämlich noch die Gelegenheit, zum Shop zu fliegen. Ja, danke schön. Und neue Gegner. Einen silbernen Rikum. Was soll's. Der interessiert mich auch herzlich wenig. Piccolo soll den problemlos schaffen. Ich bin jetzt nur wieder völlig raus aus dem Konzept und überhaupt und sowieso. Das macht das Leben nicht unbedingt leichter. Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll, muss, kann, darf. War jetzt in der Serie nicht unbedingt so, ne? Also in der Serie war es ja so, dass es im Kampf gegen Freezer dann immer so gelaufen ist, also am Anfang, dass wirklich Son Gohan, Vegeta und Krillin gegen Freezer gekämpft haben und keine Chance gegen hatten und sich dann dauernd von Dende haben zusammenflicken lassen. Dann verwandelt sich Freezer und schnallt irgendwann, dass Dende die ganze Zeit die Leute heilt. Also hat er dann irgendwann Dende erledigt.
Vorher hat sich aber Vegeta nochmal schwer verletzen lassen von Krillin, um sich anschließend von Dende heilen zu lassen, damit er nochmal doppelt so stark wird und richtig kämpfen kann und überhaupt und sowieso. Und dann hat Vegeta gedacht, jetzt kann er Freezer besiegen, aber er war immer noch viel zu schwach. Dann kommt noch Piccolo dabei und man denkt, ja, der könnte Freezer besiegen, aber Freezer, ja, an sich war Piccolo auch stärker als Freezer. Aber dann hat sich Freezer eben irgendwann in seine dritte Form verwandelt. Oh, das war gerade ein Level-Up, cool. Ja, dann hat sich Freezer irgendwann in seine dritte Form verwandelt. Ich setze mal ein Safe-State. Und, ja, dann war die Sache wieder gelaufen, ne? Dann waren wieder alle viel zu schwach und überhaupt sowieso. Und irgendwann hat Freezer gemeint, ja, jetzt zeige ich euch mal nochmal meine wahre Form und verwandelt sich dann noch in die vierte Stufe. Und dann kommt irgendwann, nachdem alles gelaufen ist, so mehr oder weniger, kommt dann so ein Goku und denkt, der spielt auch mal mit.